Und VH1. Heute werden wir die Projektphasen eines typischen Data Science Projekt ein bisschen im Detail uns anschauen. Wie gesagt, ich versuche so allgemein wie möglich zu bleiben. Es gibt immer dann Detailaspekte, die man nicht berücksichtigen kann in einem so High-Hubschrauber-View. Gut. Wenn es Fragen gibt, einfach sich melden und einfach fragen, okay? So, das Erste, was passiert, ist, es gibt eine Projektidee. Okay. Es gibt eine Projektidee. Nach der Projektidee folgt in der Regel eine Charakterisierung des Modells oder des Projektes. Wir gehen nachher im Einzelnen okay, hier werde ich ja halt ein bisschen so kleine Emojis machen. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die man halt betrachten muss, um ein Projekt korrekt zu charakterisieren, und die werden wir im Einzelnen dann betrachten. Nachdem wir das Projekt ist ein bisschen beschrieben haben im Detail, dann erfolgt eine Identifikation der Datenquelle. Wir haben ja Fokus auf Data Science, so wir brauchen eine Identifikation der Daten. Heißt es Wi-Fi oder Internet of Things oder wie die Dinge heißen, okay? Web, Twitter, whatever. Danach erfolgt wie bereits erklärt eine Auswahl. Eine Reinigung und eine Umwandlung dieser Daten. Das ist notwendig, um dann erfolgreich auch unsere Modelle anwenden zu können. So eine Auswahl, wir brauchen eine Clustering. Wir brauchen Modelle, die uns helfen, die Daten richtig zu verstehen. Dann erfolgt eine Reinigung. Okay, wir nehmen uns nur die Daten, die uns interessieren, die anderen nicht. Und dann erfolgt eine Transformation.
Okay. Ich male zwei Zahnräder hier. Oder mit der Neural Netzwerke, whatever. Okay. Danach erfolgt eine Analyse. Die Skalen prädiktiv und präskriptiv oder nur rein deskriptiv sein, haben wir bereits uns angeguckt. Und danach am Ende erfolgt eine Visualisierung des Modells, damit der Kunde die Dinge versteht. Dann gibt der Kunde Feedback. Und was auch immer er nicht verstanden hat, muss korrigiert werden. Und so entsteht eine Iteration. Okay, was? Vielleicht haben wir was nicht korrekt verstanden. Iteration. So, das sind die typischen Phasen von einem Data Science Projekt. Okay, in der Analyse natürlich. Ich habe jetzt nur lediglich da hier ein paar Emojis gemacht. Da erfolgen halt keine Ahnung. Okay, also da unterschiedliche Kennzahlen, unterschiedliche Aspekten, die das sind unterschiedlich zu je nach Projekt. Soweit Fragen? Ja, gerne. Genau. Stell dir vor, du hast jetzt Sensoren, also bei der Charakterisierung des Projektes hast du jetzt entschieden, gemeinsam mit der Kunde, dass du jetzt die Daten von allen fahrenden Fahrzeugen in Deutschland ermitteln willst. Okay? Das wäre die Identifikation der Daten. Diese Daten kommen bei dir in Form von über einen Server von BMW und Mercedes und whatnot. Und die kommen alle gemeinsam. Und da hast du Zahlen von allen möglichen Typen. Okay, da hast du Verbrauch, da hast du Alter des Fahrers, da hast du Anzahl Unfälle, dann hast du Versicherungsthemen und so weiter. Und dich interessieren aber nur die technischen Zahlen. Das heißt, du musst eine Reinigung. Eine Auswahl zunächst mal und eine Reinigung durchführen. Weil die Daten kommen mit viel Geräusche, die Daten sind nicht sauber, die Daten sind halt unter Umständen auch fehlerhaft, die kommen nicht rechtzeitig, die kommen nicht in dem richtigen Format. Und da entsteht sozusagen meist am meisten Arbeit eigentlich. Der Rest, das Schönere, die Analyse. Und die Visualisierung und das Marketing und mit dem Kunde halt essen gehen und die Apps nachher für Marketing und Vertrieb, das ist alles die Spitze vom Eisberg, mehr oder weniger. Ist die Frage beantwortet? Gerne. So, wie gesagt, es gibt die Analyse, die Analyselogik ist immer iterativ, okay? Die Logik eines Data Science Projektes ist immer
iterativ. Was bedeutet das genau? Nicht nur diese, wie, warum dieses Feedback Loop, okay? Warum diese Iteration? Es gibt ein Verständnis, sagen wir mal so. Wir haben hier einen Kunde mit einer tollen Idee, Da, nochmal. Hier jemand kommt um die Ecke und sagt, hey, ich hätte da was, ich hätte da ein Geschäftsmodell oder ich weiß es besser als die anderen. Okay? Gut, dann gibt es ein bestimmtes Business-Verständnis. Danach, nachdem wir das Geschäft ein bisschen verstanden haben, nach der Idee und Charakterisierung, dann gibt es ein Datenverständnis. Wir haben die Daten ausgewählt. Wir verstehen jetzt die Daten besser. Danach müssen wir die Daten vorbereiten. Okay? Das ist diese ganze Kiste im Punkt 4. Auswahl, Reinigung, Umwandlung. Und es ist egal, ob Beschaffung oder Vertrieb oder whatever, welche Disziplin, es passiert immer das Gleiche. Danach gibt es eine Modellierung. So wie die lineare Regression, die wir letzte Woche, oder die polynomische Regression, die wir letzte Woche gesehen haben. Okay, das sind die einfachsten Modelle, die man sich ausdenken kann. Modellierung. Danach gibt es eine Evaluation. Okay. Und danach gibt es entweder nach der Evaluation ein besseres Verständnis über das Geschäft. Okay. Und dann wiederholt sich das Ganze. Oder da gibt es eine Umsetzung. So, das heißt, von der Idee, jemand hat hier eine Idee und weiß es besser. Warte mal, ich male gleich eine kluge Idee. Warte mal. Ah, eine Glühbirne, die klug scheißt. So, die Glühbirne weiß es besser und Kollegen tun sich halt dran, diese Idee umzusetzen. Von dieser Idee bis hin zu einer Umsetzung passieren viele Dinge, die eigentlich eine nicht lineare Logik folgen, sondern eine zirkuläre Logik folgen. Alles, was wir hier tun, ist iterativ. Okay? Wir wissen von vornherein nicht, ob unser Modell, ob unsere Idee die Welt richtig erklärt.
Okay. Fragen soweit? Wo können diese Ideen kommen? Okay. Typischerweise. Jetzt gehen wir jetzt Schritt für Schritt alle Punkte durch. Wo können diese Ideen kommen? Gut, unterschiedliche Quellen von IT-Abteilung innerhalb der Firma. Okay? Oder ein externer Berater, der mir was aufs Auge drucken will. Oder ein Wettbewerbsprojekt. So ein kompetent oder ein Rollout von der Zentrale. Das ist typisch Themen wie SAP. Okay. SAP ist eine Standardsoftware, die in der Regel zu Standard wird in Unternehmen und erstmal wird in Häppchen umgesetzt und ein typisches Rollout. Okay. Oder ich muss einfach Geld ausgeben. Geld muss ausgegeben werden. Ansonsten wurde halt das Budget nicht umgesetzt. So, das so viel zu Idee. Also wenn keiner fragt, dann mache ich einfach weiter, okay? Ja, ihr dürft mich gerne unterbrechen. So, mach meine Club hier nicht so. So, jetzt haben wir eine Projektidee und als zweites wollen wir eine Charakterisierung des Projektes. Okay? Und da machen wir oder müssen wir uns unterschiedliche Fragen stellen. Erstmal den Ist-Zustand. So, warum machen wir das Projekt überhaupt? Wichtig zu verstehen, warum machen wir das? Diese Frage muss beantwortet werden, bevor wir überhaupt loslegen mit dem ganzen Deployment. Das zweite sind die Ziele. Okay, wofür das Ganze? Was wollen wir erreichen? Wofür machen wir das Projekt? Dann müssen wir auch klären, was tun wir? Okay, also was ist der Scope? Was werden wir tun in dem Projekt? Weil ohne eine klare Idee über das Was ist halt doof. Wir müssen klären, wann. Welche Phasen vom Projekt haben da oder müssen zustande kommen. Dann kommt das Wie. Die Methode.
Das ist, wo ich mich also ein bisschen konzentriert habe am Anfang, um ein paar Methoden halt der Analyse, Reinigung und so weiter, die sind unabdingbar. Ohne das, ohne dieses Know-how, kann nichts erfolgen. So, ich hoffe, alles ist irgendwie verständlich. Versuche das so ein bisschen visuell darzustellen. Besser als eine Liste. So, das nächste ist wer? Also, was ist die Mannschaft? Welche Leute werden halt hier die Finger drin haben? Das Team. Wie viel wird es kosten? Wie viel? Kosten. Das sind so, ist ein wichtiger Aspekt. Also ist es budgetiert? Haben wir genug Geld in der Kasse, um das überhaupt anpacken zu können? Auch wichtig sind kritische Faktoren, so Engpässe. Engpässe, sind sie bekannt um den Erfolg? Können wir den Erfolg überhaupt erreichen? Kritische Faktoren oder Engpässe, Bottlenecks. Das heißt, finanziell oder personell haben wir das Know-how. Okay, so was sind die Deliverables? Was sind die Endprodukte? Ich habe eine Frage in dem Chat. Bitte laut fragen, sonst kann ich jetzt nicht auf den Chat gucken und auch noch schreiben und einfach nur laut fragen. Gut, ich denke jetzt nicht über die Klausur. Nee, verlange ich nicht da. Ich möchte, dass die Unterlage so gut wie möglich ausschaut, damit es für euch angenehm ist zum Lernen. In der Klausur, wenn ich das abfrage, dann könnt ihr das runterlisten. Das ist da kein Thema. Aber ich denke, wenn man so lernt, ist schöner mit so Zeichnungen und Farben, als wenn man halt bloß mit dem Text lernt oder mit einer PowerPoint-Präsentation, weißt du? Das ist so meine Idee, dass es angenehmer ist für den Auge. In der Klausur könnt ihr das alles runterschreiben, aber das ist jetzt nicht der Fokus aus meiner Sicht. Ist die Frage beantwortet? Ja, also ich gucke jetzt auf die Didaktik, okay? Also nachher, da halten wir uns über die Klausur. So, was sind die Endprodukte? Was ist dann zu erwarten was sind die Ziele? Oder ja, das wäre es gewesen dann. Okay, also wenn wir diese Frage beantworten, dann haben wir eine schöne Karte und dann haben wir das Projekt charakterisiert. Idee, Charakterisierung. Okay, gibt es Fragen? Fragen soweit? In der Charakterisierung kann ich oder warte mal, nee. Dann nach der Charakterisierung kommt die Identifikation der Daten. Gehen wir die Reihe nach. Okay, Identifikation der Datenquelle. Mache es wieder blau. Und IoT,
heißt Internet of Things. Das ist ein sehr wichtiger Begriff für euch in eure zukünftige Arbeit. Bekommen wir Geodaten von Apps, die unsere Kunden nutzen, oder sind sie in Form von, also Geodaten kommen von den Handys, okay? Kann man wunderbar mitarbeiten. Oder sind sie in Form von Audio oder in Form von Video? YouTube können wir auch untersuchen. Die Datenquellen können vielfältig sein. Wenn ihr mit der Firma so ein Projekt angeht, zunächst mal als erstes, am ersten Tag, solltet ihr eine Datenprobe anfordern, muss angefordert werden, weil es kann sein, dass ihr nicht in der Lage seid, die Daten irgendwie zu untersuchen, wie sie gerade kommen. Okay? Die Datenprobe dient dazu, zu gucken, ob ihr überhaupt in der Lage seid, oder Social Media, also Facebook oder Twitter. Mal jetzt zum Birdie halt. Oder, I don't know. Gibt es auch. Jetzt, wie heißt es, dieses App von Kurzvideos, weiß ich nicht mehr, TikTok, ja genau, danke TikTok, das ist auch eine ganz gute Quelle, um Leute zu spionieren. Jetzt am Rande, unter uns gesagt, jetzt, dass keiner hört, jedes Mal, wenn ihr irgendwas macht auf dem Internet, ihr müsst ja davon ausgehen, dass ein Dritter im Raum ist, okay? So, wenn ihr jetzt über WhatsApp irgendwelche Bilder austauscht oder wenn irgendwelche Chat-Conversations, wenn ihr auf FaceTime guckt, es gibt da immer ein Dritter im Raum. Deshalb sei vorsichtig, weil das Leben ist sehr lang und Internet vergisst nicht. Und man kann immer mehr grundsätzlich mit einem Bild von jemand kann man ihn eigentlich finden, okay? Und zwar örtlich finden, mit einem Bild. Durch die Pins, durch Triangulation des Netzwerkes. Ich brauche auch nicht wissen, wer er ist. Ich brauche nur ein Bild. Ich kann wissen, wo diese Person sich gerade aufhält. Vorausgesetzt, er hat sein Handy dabei. Ich habe in meiner Vergangenheit für die Bundespolizei in Spanien zum Beispiel gearbeitet, für das Auffinden von Kinderschänder und Waffenhändler und so. Und es ist halt erstaunlich, wie wenig Ahnung diese Leute halt über die Technik haben, dass man halt die relativ schnell halt auffindbar machen kann. Okay? Also sei bitte vorsichtig, wenn ihr irgendwas auf dem Internet macht, dann geh immer davon aus, dass ein Dritter im Raum ist. Okay, gerade für junge Leute ist halt sehr wichtig. Klammer zu. Wir müssen auch die Prozesse im Geschäft kennen. Der Prozesseigner ist,
um gewisse Ängste und Vertrauenswürdigkeit zu erzeugen. Okay, hier in der dritten Phase, also nämlich die Identifikation der Daten, geht es um Vertrauenswürdigkeit. Okay. Hatten wir schon in unserem Modell vor ein paar Wochen. Vertrauenswürdigkeit. Wenn der Dateneigner, also der Prozesseigner, euch nicht vertraut, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, die besten Experten sein, dass es dieser Mensch wird euch nicht die Daten geben. Okay, und dann habt ihr ein Problem. Die vierte Phase, Auswahl, Reinigung und Umwandlung. Fangen wir mit der Auswahl. Auswahl, es ist sehr wichtig. Eigentlich entscheidend wichtig, die Daten zunächst zu anonymisieren. Okay. Es ist wichtig und ansonsten alles, was ihr macht, den Datenschutzgesetz gesetzt, muss berücksichtigt werden. Und das, bevor man anfängt, überhaupt anfängt, bitte immer schriftlich alles schriftlich festhalten. Ich hatte es ein paar Mal, dass ein Kunde meine Daten genommen oder meine Methoden, meine Modelle genommen hat und sie dann weiter verkauft hat. Okay, und das darf auch nicht sein. Ein Kunde darf nicht dann eure Modelle nutzen, weil ihr verkauft nicht ein Modell, ihr verkauft eine Anwendung von einem Modell. Okay, deshalb alles im Vorfeld schriftlich gut klären, damit diese Datenauswahl sauber erfolgen kann. So, 4.1. Wir müssen auf die Qualität der Daten achten. Deshalb es ist wichtig und relevant zu schauen, wie diese totale Anzahl. Bitte macht eure Audio aus. Totale Anzahl an Datensätze, die zeitliche Konsistenz der Daten, dass es keine Daten fehlen und Variable Konsistenz, vor allem Einheiten.
Hier ist eine Normierung notwendig, was wir in der ersten Vorlesung oder zweiten Vorlesung gemacht haben, in der Regel. Sonst funktionieren manche Modelle eben nicht. Okay. Gibt es Fragen? Soweit? Nachdem wir eine Auswahl durchgeführt haben, dann machen wir eine Reinigung. Und hier fragen wir, wie viele Variablen gibt es? Umbenennung von Variablen muss eventuell erfolgen. Eine Transformation von Variablen, von kategorischen Variablen ist eventuell notwendig. Hier ein Stichwort One-Hot-Encoding. Für diejenigen, die das googeln wollen, ist eine bekannte Methode. Wandelt einfach eine kategorische Variable, so Mann, Frau, Kind, wie auch immer, in Zahlen. Okay? Und dann kann man dann damit viel besser arbeiten. In Zahlen oder in Kombinationen von 1 und 0, okay, was eigentlich das Gleiche ist. Dann muss eine Reinigung von Doppelungen eine Reinigung der nicht coherent, wie sagt man coherent in Deutsch? Nicht Coherent Deutsch. Muss ich googeln. Moment. Nee, ist nicht verständlich, aber danke. Ein Moment. Ist wichtig, dass ich das richtige Wort nutze, weil ich möchte nicht missverstanden werden. Coherent. Kohärent, stimmig. Kohärent ist ein Begriff. Variablen, das ist ein Begriff. Zusammenhängen, genau, super, ja, stimmig. Das sind die drei Wörter, die mir halt das hier der Wörterbuch spuckt, stimmig oder zusammenhängend. Hängende Variablen. So, wenn zwei Variablen nicht passen, muss man sie reinigen, okay? Weil ansonsten werden die Modelle halt die Modelle werden einfach nicht da zeigen, was wir halt suchen. Okay, also viel zu
zur Reinigung. Im Grunde genommen gucken wir immer auf die Qualität der Daten und auf das Format. Okay, also in dem vorherigen Schritt haben wir auf Qualität geguckt und jetzt gucken wir auf Qualität plus den Format. Denke immer dran, wir haben hier mit dem Rechner zu tun und der kann zunächst mal nicht denken. Also shit in, shit out. Deshalb hier schauen wir auf Qualität und bei der Reinigung schauen wir auf Qualität plus den Format. Soweit Fragen. Okay, also nein. Gibt es keine Fragen? Okay, gut. Dann dritter Schritt, 4.3. Die Umwandlung. Ich versuche, deshalb scrolle ich nach oben, versuche ich immer die gleiche Farbenlogik zu nutzen, damit nachher auch nachvollziehbar ist. Das verlangsamt ein bisschen das Ganze, aber mit dem Verständnis, okay? Es gibt eine Umwandlung und es gibt typische Datenumwandlungen, die vorgenommen werden. Beispiel, wenn 0 oder NaN, also nicht existierende Daten, werden entfernt. Outliers. Beispiel, wenn ich jetzt eine Wolke von Daten hier habe, alle miteinander, die kuscheln zusammen und dann auf einmal habe ich so eins hier oben. Diese Data wird einfach eliminiert, weil ansonsten würde halt mein Mittelwert und meine Standardabweichung halt weggehen. Okay, das sind so sogenannte Outliers. Auch wichtig, warte mal. Outliers werden entfernt. Es gibt ein Format Vergemeinschaftung. Gut. Mache es hier. Outliers werden entfernt. Wie gesagt, bitte um Verständnis, wenn ich ein bisschen langsam gehe. Aber wenn man es sauber machen will, dann kostet es ein bisschen. So, eine Formatvergemeinschaftung, eine sogenannte Formatierung der Variablen. Und hier kommt zur Geltung die Normierung, die wir bereits gelernt haben. Normierung zwischen 0 und 1 oder minus 1 und 1 oder Normierung auf eine Normal mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1, Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es unterschiedliche, okay? Dann können wir neue synthetische Variablen schöpfen, weil sie uns besser helfen in der Analyse. Das ist grundsätzlich, das sind Modelle wie das Principal Component Analyse, Principal Component Analysis. Diejenigen, die in MV sind, werden in dem zweiten Semester mit mir Statistik machen. Und somit werden Sie das auch lernen.
Genau, da gibt es eine Normierung, Standardisierung und so weiter. Okay. Ich weiß nicht mehr, welches Symbol ich benutzt habe für die Umwandlung. Warte mal. Genau. Wieder gleich die gleiche Bildchen machen, so Emojis. Wir haben eine Umwandlung der Daten, damit wir halt sauber arbeiten können. Danach geht es um die Analyse, okay? Die eigentliche Analyse. Phase Nummer 5. Soweit Fragen bitte. Analyse. Weil, also warum Analyse? Es ist so, dass wir können halt gewisse Daten halt jetzt bekommen haben, sauber gemacht haben, bla bla bla, aber wir führen das Ganze zu einer falschen, eine falsche Schlussfolgerung und das wäre fatal. Okay? Zum Beispiel, es ist so, dass 90, so Beispiel, eine Analyse, 90% der Frauen mögen Männer mit einem Sixpack. Okay. Aber ist auch so, dass 90% der Männer mit einem Sixpack mögen Frauen nicht. Okay, das ist eine Schlussfolgerung von Umfragen. Okay, das ist eine Analyse. So aus Daten erzeugen wir zwei Schlussfolgerungen. Okay, die Analyse ist das Schöne und das, was mehr oder weniger alle Managers gut machen. Aber das Problem ist, dass die Datenanalyse, also den Schritt Nummer 5, ist nur 10% vom gesamten Eisberg, okay? Data Reinigung, Auswahl und was war das andere? Umwandlung. Oh, ich mache es anders, warte. Auswahl. Okay, und denke immer, das ist circa 80% der Arbeit und das ist 20% der Arbeit und nicht umgekehrt. In die Zukunft, egal wie ihr euch auf eurem Job stellt, wenn ihr einen Job haben möchtet, in die Zukunft müsst ihr sowohl diese schöne Datenanalyse durchführen, und das ist, was meistens gelehrt wird in eurem Studium. Ihr lernt viele Modelle, um Daten analysieren zu können. Egal wie ihr euch hinstellt, müsst ihr auch oder seid ihr abhängig von sauberen Daten. Und ihr seid dann gezwungen, irgendwann auf eine erfolgreiche, saubere, koordinierte Methodik, um diese Daten
vorzubereiten. Wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr abhängig von anderen und somit weniger wertvoll für den Arbeitgeber. Okay. Gut. Gibt es Fragen? Die nächste Ebene ist, bevor wir ich weitermache, also welche Machine Learning Analysetypen gibt. Es gibt sogenannte Supervised, Beobachter, okay. Welche Eigenschaften haben wir hier? Eigenschaften, wir kennen, wie die Lösung aussieht. Okay. Und eine mögliche Umsetzung, ja, zum Beispiel für Klassifizierung, Modellierung oder prädiktive Modelle. Okay. Also wir brauchen hier Experten-Know-how. Wir können auch von unsupervised Modelle sprechen, also nicht beobachtete Modelle, indem wir wir kennen, wie die Lösung aussieht, nicht. Hier machen wir Clustering. Das Algorithmus arbeitet alleine oder eine Dimensionalitätsreduktion. Das werden wir zum Beispiel nächste Woche zwei Modelle für Unsupervised Learning, also Clustering und Dimensionalitätsreduktion, die sehr nützlich sind. Und semi-supervised, also nur teilweise beobachtet, das ist eine Mischung von den oberen, wo wir nur an den Parametern anpacken. Okay, das sind zum Beispiel Themen wie Deep Learning. Deep Learning. Okay. Wenn wir über diese Modelle sprechen, reden wir über sogenannte Machine Learning. Und das ist die Zukunft. Egal in welche Branche, ob wir in Personal seid, es ist undenkbar, dass man halt eine Personalauswahl ohne Machine Learning durchführt. Wenn ihr, und das muss euch bewusst sein, wenn ihr euch bewirbt, wenn ihr in der Logistik arbeitet, in der Beschaffung sowieso. Im Vertrieb, die Kundenprofilierung erfolgt mit Maschinen. In Einkauf genauso, in Finanzen brauche ich nicht reden. Also alles, egal in welchem Studiengang, ist
oder wird in die Zukunft halt durch diese Modelle halt gestützt sein. Okay. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Okay, dann nach der Analyse. Das ist ein bisschen Theorie, okay, das ist so, sagen wir mal so, vielleicht die Idee, die manche von euch hatten, von der Vorlesung am Anfang. Diese Theorie, diese ganzen Theorien, ohne ein Gefühl zu haben über die Praxis, sind aus meiner Sicht halt weniger nützlich, daher. Aber auch wichtig, okay? Deshalb machen wir das auch so. Am Ende gibt es, hoffentlich haben wir die richtigen Daten ausgewählt und sauber gemacht und die richtigen Modelle ausgewählt und so weiter. Und dann am Ende gibt es einen sechsten Schritt, nämlich die Visualisierung. Und dann kommen Dinge wie ein Heatmap, okay, das ist halt sehr, wenn wir uns angucken, um halt so eine Hitzekarte, um halt zu visualisieren, wie die zum Beispiel, wie die Korrelationen ausschauen von grün bis dunkelrot wegen mir. Und dann geht eine Farbenskala von grün bis halt dunkler, dunkler, dunkler. Okay, ich weiß nicht. Das kann zum Beispiel zu Korrelationen führen, plus 1, minus 1. Heatmap ist wichtig, aber auch zum Beispiel eine zweidimensionale Visualisierung. Wie wir bereits gesehen haben, zum Beispiel mit Corona, wie wird die Kurve dann flach? Okay. Wie können wir die Kurve flach machen? Eine zweidimensionale Visualisierung mit Zeit. In der Regel ist Zeit wichtig und irgendeine Kennzahl. Es gibt dreidimensionale Visualisierungen mit Scatterplots und so weiter und so fort. Okay, also das ist da jetzt, da brauche ich jetzt nicht da in Detail gehen, weil wir machen das ohnehin in den nächsten Wochen, wenn wir es nicht gesehen, bereits gemacht haben. Okay. Es ist wichtig, die richtige Grafik auszuwählen und eine Generalisierung muss halt immer gefunden werden. Die Basis von allem, ganz klar, Statistik. Okay? Daher aus meiner Sicht einer der wichtigsten Fächern überhaupt in eurem Studium ist die Statistik im zweiten Semester. Das ist halt den Schlüssel für, würde ich sagen, alles andere. Okay, gibt es Fragen soweit über die Inhalte? Ja, genau. Mache ich ein kleiner Dings hier, okay? Wir werden in den nächsten Wochen ein Beispiel von Heatmap machen. Aber stell dir vor, jetzt du hast gewisse Kennzahlen, okay? Sagen wir mal, KPI 1 ist die Durchlaufzeit und KPI 2 ist die Qualität. KPI 3 sind die Kosten, okay? Und dann hast du irgendwelche Zahlen. Jede Woche, Woche 1, 2, 3. 4 und da sammelst du Daten über die Durchlaufzeit, über die Qualität und über die Kosten. Alle
diese drei Datensätze, sagen wir mal Durchlaufzeit, Qualität und Kosten, zeigen dann dementsprechend drei Kurven, okay? Mit der Zeit. Soweit verständlich? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du online bleiben mit dem Mikrofon. Okay, Zeit, Zeit und Zeit. Louis ist sein Name, okay. So, jetzt stell dir vor, diese drei Grafiken, okay, die sind gut, aber die zeigen nicht die Zusammenhänge, weil ich weiß nicht, wann, wenn die Durchlaufzeit hochgeht, weiß ich nicht, ob die Qualität runtergeht zum Beispiel. Okay? Das ist eventuell wichtig, weil ich möchte alle drei. Ich möchte die Durchlaufzeit runter, ich möchte die Qualitätsfehler runter und ich möchte die Kosten runter. Okay? Also ich möchte alle drei gleichzeitig. Deshalb malen wir eine Heatmap und das macht das Algorithmus dann für uns. Okay? Jetzt stell dir vor, wir machen hier 3x3, also einmal Durchlaufzeit, Qualität und Kosten, Durchlaufzeit. Qualität und Kosten, okay? Und dann sagen wir drei Farben. Jetzt mache ich nur drei Farben, aber einmal rosa, einmal grau und einmal blau. Okay? Und diese Farben gebe ich eine Bedeutung. Rosa heißt KPI i beeinflusst KPI J stark. Also Durchlaufzeit beeinflusst die Qualität stark. Dann sage ich, okay, hier ist rosa. Zack. So, das Graue heißt KPI I beeinflusst KPI J. Schwach. Okay. Und das Blaue ist KPI I beeinflusst KPI J nicht. Gar nicht. Okay. Okay, und wenn jetzt die Liste durchgehen, beeinflusst die Durchlaufzeit die Kosten? Ja, weil wenn die Durchlaufzeit runtergeht, habe ich weniger gebundenes Kapital. Zack, mache ich auch blau, rosa. Beeinflusst die Qualität meine Durchlaufzeit? Naja, relativ schwach, okay? Beeinflusst die Qualität, also die Diagonale ist schraffiert. Beeinflusst die Qualität die Kosten? Ja, stark, weil wenn die Qualität schlecht ist, dann habe ich sehr viele, sehr hohe Kosten. Der Kunde will nicht kaufen, okay? Beeinflussen die Kosten die Durchlaufzeit? Nicht. Okay? Die Kosten sind eher ein Abfallprodukt vom ganzen Prozess. Beeinflussen die Kosten die Qualität? Bedingt vielleicht, weil ich weniger Kapital da reinbringe. Und so entsteht eine Heatmap. Weißt du? So, wenn wir jetzt, ja, gerne, wenn wir jetzt drei Kennzahlen haben, das können wir halt mit der Bleistift machen, aber stell dir vor, wir haben jetzt da in einer Fabrik 600-700 unterschiedliche Kennzahlen oder 6-7000 und wir haben jede Millisekunde einen Datensatz. Dann kann man das nicht mehr so sauber abwickeln, wie man möchte, mit Excel oder mit sonstigen Modellen. Da braucht man andere maschinell unterstützte Modelle und die lernen wir halt die nächsten Wochen. Lernen, okay? Gibt es noch Fragen? Es ist so, also man kann Heatmap übersetzen als Hitzekarte, okay? Es ist so ein bisschen wie Hitzekarte oder wie eine Landkarte in der von der Wettervorhersage. So. Gibt es noch Fragen? Okay, nächste Woche werden wir eine Fragerunde organisieren. Das heißt, bitte vor Donnerstag stelle alle eure Fragen
auf dem YouTube-Kanal mit Eingabe der Minuten und Sekunden, okay? Auf dem jeweiligen Video, damit ich mich vorbereiten kann. Das bezogen auf den gesamten Kontext, okay? Seit Anfang. Bitte stelle sicher auch, dass ihr euch dann anmeldet auf dem Kanal, weil dann kriegt ihr eine Meldung von den ganzen Fragen, okay? Ist kostenlos. Wenn wir am Ende sind von der Vorlesung, könnt ihr euch gerne dann wieder löschen, wenn ihr das ja nicht haben möchtet, okay? So, auf jeden Fall, nächste Woche, wie gesagt, gibt es eine Fragerunde und ich bitte euch, das gesamte Material, das gesamte Material auch anzugucken, damit wir in den Dialog dann kommen, okay? Die nächste Woche Vorlesung wird nicht aufgenommen, also wird nicht aufgezeichnet. Ich werde ein PDF erstellen, aus dem ganz einfachen Grund, dass eure Stimme dann draufkommt und das würde dann die Datenschutzrichtlinien dann verletzen. Deshalb darf ich das nicht aufnehmen, ohne eine schriftliche Zustimmung und das will ich nicht. So, von daher, ist mir zu aufwendig, von daher, ich werde ein PDF erstellen, aber wichtig ist, dass ihr eure Fragen vorab schreibt in dem YouTube-Kanal, okay? Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, schicke ich euch den PDF gleich und wünsche ich euch eine schöne restliche Woche. Bitte bleibe gesund, okay? Mach keinen Scheiß. Ciao.